Schwestern, liebe Brüder, das ist ein so schönes Wort, das Jesus hier am Ende dieser Gleichnisrede sagt. Von dem Schriftgelehrten, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist. Müssen wir das nicht alle sein? Gelehrte, Kundige der Schrift und Jünger des Himmelreiches zur gleichen Zeit. Denn was wäre das für ein Jünger des Himmelreiches, ohne die Schrift zu kennen? Und was wäre das für ein Schriftgelehrter, ohne gleichzeitig die Jüngerschaft zu nehmen? Beides hing vollkommen in der Luft. Die Lesung, die wir hörten, die so merkwürdig abstrakt klingt, vom Bauen der Bundeslade, vom Ausbreiten des Zeltbuches, dem Ort, wo Gott gegenwärtig sein will, unter seinem Volk bei der Wanderschaft. Die Väter haben sich in der Auslegung dieser Stelle wirklich erwiesen als solche Schriftgelehrte, die wahre Jünger des Himmelreiches sind. Denn sie holten aus ihrer Schatztruhe, aus dem reichen Vorrat Altes und Neues heraus. Für sie ist die Bundeslade der aufrechte Weg. Da, wo Gott gegenwärtig ist, da, wo das Gebet an sein Ziel gekommen ist, da, wo alles von außen, Leidenschaften, die durcheinander machen, Angriffe von Dämonen, wo alles außen vor bleibt, weil Gott die Zeltplane seiner Gegenwart im Gebet über dieser Person ausgebreitet hat. Dort lässt Gott sich nieder. Und wenn das erreicht, so sagen die Väter, in unterschiedlichen Zeugnissen, ist wirklich ans Ziel gekommen. Es ist ein schönes Wort, das so persönlich ist, dass uns nicht nur das Ziel vor Augen stellt, zu dem wir unterwegs sind, immer wenn wir uns daran machen zu beten, uns die Worte der Schrift anzueignen, sie durch unser ganzes Leben hindurchzulassen, dass sie uns reinigen, dass sie uns orientieren, dass sie uns aufschließen, dass sie uns befreien von all den Schlacken, die uns belasten und die wir mit uns herumstehen. So werden wir mehr und mehr, Schritt für Schritt, mit jedem Wort der Schrift, etwa mit dem Psalm oder mit dem Namen Jesus, wir werden immer mehr zu einer Bundeslade Gottes in dieser Welt, über die er gnädig das Zelttuch seiner Gegenwart ausbreitet.